Herzlich willkommen zu Ihrem Podcast zur Vorlesung Semantik und Pragmatik im Wintersemester 2020-21 an der HHU. Ich bin Simon Kasper und in dieser Folge spreche ich über die Frage, wie und was tragen deiktische Zeichen zur Äußerungsbedeutung bei? In anderen Podcast-Folgen ist Ihnen die Deixis wahrscheinlich schon begegnet, insbesondere in den Folgen zur Abgrenzung von Semantik und Pragmatik. In diesen Podcast-Folgen stelle ich sozusagen die Standardposition vor, nach der die Semantik sich mit der kontextunabhängigen Bedeutung und die Pragmatik sich mit der kontextabhängigen Bedeutung von sprachlichen Ausdrücken beschäftigt. Mit der Unterscheidung von Kontextab- und Unabhängigkeit geht die Unterscheidung von Ausdrucks- und Äußerungsbedeutung einher. Die kontextunabhängige Ausdrucksbedeutung ist die, die wir bereits angeben können, ohne zu wissen, in welcher Situation der Ausdruck von wem gegenüber wem benutzt wird. Die kontextabhängige Bedeutung, die Äußerungsbedeutung, ist dagegen die, die wir erst angeben können, wenn wir auch die Situation kennen, darunter die beteiligten SprecherInnen und AdressatInnen, in der der Satz geäußert wird. Hier und jetzt möchte ich zeigen, dass das Thema Deixis direkt an der Grenze von Kontextabhängigkeit und Unabhängigkeit und damit von Semantik und Pragmatik lokalisiert ist. Ich vermittle Ihnen zuerst eine allgemeine Vorstellung von Deixis zwischen Semantik und Pragmatik, zwischen Satz- und Äußerungsbedeutung und gehe dann auf die verschiedenen Dimensionen der Deixis ein. Deiktische Zeichen sind solche, deren Bedeutung in Abhängigkeit von der Situation, in der sie geäußert werden, variiert. Die Äußerungssituation ist neben dem restlichen Text, der einen Ausdruck umgibt, und dem Weltwissen einer von drei Punkten, die zusammen den Kontext einer Äußerung bilden. Ein Beispielsatz mit deiktischen Zeichen ist »Ich war dort«. Wir können über die Satzbedeutung, also die kontextunabhängige Bedeutung, sagen, da ist ein Individuum in der Sprechrolle, das aussagt zu einem Zeitpunkt, der vom Sprechzeitpunkt aus gesehen in der Vergangenheit liegt, an einem Ort gewesen zu sein, der unterschieden ist von dem, den die sprechende Person zum Sprechzeitpunkt einnimmt. Sie sehen, die Satzbedeutung enthält schon eine ganze Menge an Informationen. Jeder Ausdruck ist interpretierbar und nach vollständiger Bedeutungskomposition ergibt sich auch eine konsistente Satzbedeutung. Falls Sie sich hier fragen, warum dort einen anderen Ort als den der sprechenden Person zum Sprechzeitpunkt bedeuten soll, dort in »Ich war dort« ist ein distales Ortsadverb, drückt also das Merkmal minus nah aus, in Opposition zum proximalen »hier«, das Merkmal plus nah enthält. Aber zurück zur Satzbedeutung. Was wir mit der Satzbedeutung nicht wissen, ist, auf welche Person sich ein Individuum in der Sprechrolle bezieht, zu welchem Zeitpunkt dieses Individuum spricht, auf welchen Zeitraum es sich bezieht, wenn es das Verb »sein« im Präteritum benutzt, und auf welchen Ort in diesem Zeitraum es sich mit »dort« bezieht. Die Satzbedeutung ist also vollständig und konsistent, aber wir merken, über ihren Bezug zur Wirklichkeit wissen wir gar nichts. Die kontextunabhängige Satzbedeutung enthält also eine Menge an Informationen nicht, und zwar genau die, die ein Satz hätte, wenn er in einem echten Gebrauchskontext eingebettet wäre. 2020 in einer deutschen Stadt. Lilly sagt, »Ey Grandpa, stimmt das, dass Axl Rose bei einem Gig mal einen Dude verprügelt hat, nur weil der ihn fotografiert hat?« Jochen antwortet, »Ja, ich war dort.« Was können wir jetzt über die Bedeutung sagen? Jochen, der Großvater von Lilly, ist das Individuum in der Sprechrolle. Er sagt zu der Sprechzeit 2020 an dem Ort Deutsche Stadt, dass er sich zu einem Zeitpunkt vor 2020 an dem Ort befunden hat, den die Frage seiner Enkelin impliziert, und dass zu dieser Zeit an diesem Ort passiert ist, was Lilly beschreibt. Die kontextabhängige Bedeutung enthält also im Gegensatz zur kontextunabhängigen Bedeutung all die Informationen, die es überhaupt erst ermöglichen, Referenten zu identifizieren. Das hängt an den deiktischen Zeichen, dem Pronomen der ersten Person »ich«, der Tempusbedeutung in »war«,
und dem Lokaladverb dort. Man weiß erst, worauf sie referieren, wenn man aus dem Satz selbst hinaus in den Kontext schaut, in dem er geäußert wird. Das wäre anders, wenn der Satz lauten würde: Jochen Kaiser war vor 2020 im damaligen Riverport Amphitheater in St. Louis, als Axl Rose bei einem Guns N' Roses Konzert einen Fan verprügelt hat. In diesem Satz, der dieselbe Bedeutung hat, sind die Referenten bereits enthalten, weil die Ausdrücke, mit denen ich jetzt didaktischen ersetzt habe, eine situationsübergreifende, also eine konstante Bedeutung haben und deshalb auch immer auf die gleichen Gegenstände und Sachverhalte referieren, wenn sie in einer Situation geäußert werden. Und genau das ist bei deiktischen Ausdrücken nicht der Fall. Je nachdem, wer wo wann spricht, referieren sie auf etwas anderes. Und auf was? Das weiß man erst, wenn man in den Kontext hineinschaut. Deshalb, und diesen Zusammenhang sollten Sie verinnerlichen, sind Sätze mit deiktischen Ausdrücken nie kontextunabhängig wahr oder falsch. Deiktische Zeichen sind persische Indexe, Anzeiger. Der Ausdruck Deixis kommt auch vom griechischen Verb für zeigen. Im Altgriechischen spricht man EI übrigens als EI. Deshalb tue ich das auch. Lassen Sie sich aber nicht irritieren, wenn Sie mehrheitlich Deixis hören. Was wird durch deiktische Ausdrücke angezeigt? Kommen wir nochmal auf das Beispiel »Ich bin dort« zurück, mit dem Jochen auf Lillis Frage geantwortet hat. Um zu verstehen, worauf Jochen mit der Äußerung und den darin enthaltenen deiktischen Ausdrücken referiert, müssen wir Folgendes tun. Wir müssen überlegen, was ich bedeutet, wenn gerade Jochen ich sagt, was war von dem Zeitpunkt aus gesehen bedeutet, wenn gerade Jochen war sagt, was dort von dem Ort aus bedeutet, an dem Jochen dort sagt. Denn ich bezieht sich auf etwas anderes, wenn Lilly ich sagt. Die Vergangenheit ist eine andere, wenn Lilly war sagt, und der Ort ist ein anderer, wenn Lilly dort sagt. Es ist, als müssten wir uns im Geist an die Stelle der SprecherInnen versetzen, um nachzuverfolgen, wohin sie in den Raum, wohin sie in die Zeit, auf welche Personen sie zeigen. Die Bedeutungen von deiktischen Ausdrücken hängen also immer von der Person ab, die spricht. Und sie spannen um sich herum so etwas wie ein Zeigefeld mit mehreren Dimensionen auf, darunter Raum, Zeit und Person. Sie können sich das wie ein Koordinatensystem vorstellen, an dessen Nullpunkt die sprechende Person sich befindet und, wenn sie deiktische, also zeigende Ausdrücke benutzt, von sich aus in diese Dimensionen zeigt. Unsere Aufgabe beim Verstehen ist es dann, in diesem Zeigefeld, in diesem Koordinatensystem die Orientierung zu behalten, indem wir die Referenz deiktischer Ausdrücke immer auf den Nullpunkt des Zeigefeldes der sprechenden Person zurückbeziehen. Wenn Lilly anfängt zu sprechen, wechselt nämlich der Nullpunkt, nachdem Jochen gesprochen hat. Dann müssen alle deiktischen Ausdrücke auf Lilly als Person, auf Lillys Sprechzeitpunkt und auf Lillys Sprechort zurückbezogen werden. Und das sind natürlich andere als die von Jochen. Die Nullpunkte von Jochen und Lilly, von denen aus sie und SprecherInnen überhaupt in ihre mehrdimensionalen Zeigefelder hineinzeigen, wenn sie deiktische Ausdrücke benutzen, die heißen Origo des Zeigefelds, also dort, von wo aus das Zeigen erfolgt. Die Origo wird prototypisch durch die Wörter Ich, Hier und Jetzt markiert, die Nullpunkte der Person-, Raum- und Zeitdimensionen oder Achsen. Und zwar die Nullpunkte der Deixis. Diese Konzeption der Deixis stammt vom großen Karl Bühler, den Sie schon mal vom Organon-Modell her kennengelernt haben. In jüngerer Zeit wurden diese drei Dimensionen noch durch zwei weitere ergänzt, die Sozial- und die Text- oder Diskurs-Deixis. Ich gehe jetzt diese Dimensionen der Reihe nach durch. Auf Details verzichte ich, die finden Sie wie immer in der vertiefenden Literatur, vor allem bei Stephen Levinson. Wir fangen mit der Raumdeixis an. Wir können die Lage von Objekten sprachlich prinzipiell mit zwei Strategien ausdrücken. Die erste kommt ohne raumdeiktische Ausdrücke aus und ist deshalb unabhängig von der Origo irgendeiner sprechenden Person. Das äußert sich dann in Ausdrücken wie »Der Bahnhof ist ungefähr 400 Meter von der Kirche entfernt« oder
Lilly war noch niemals in St. Louis. Die andere Strategie besteht darin, die Lage von Objekten mittels raumdeiktischer Ausdrücke relativ zur Origo der sprechenden Person zu spezifizieren. Etwa in »Er befindet sich in 200 Metern auf der rechten Seite« oder »Lilly war noch niemals dort«. Die prototypischen rein raumdeiktischen Ausdrücke sind »hier« gegenüber »dort« und »da«. Sie sind wie sprachliche Zeigegesten und können auch von echten Zeigegesten begleitet werden. Dann zeigt man bei »hier« am ehesten irgendwohin vor sich. »Ich brauche hier ein Skalpell«. Und bei »dort« und »da« irgendwohin im eigenen visuellen Feld, das aber nicht mehr im eigenen Nähebereich liegt. »Stell's dahin, bitte«. Ähnlich wie die Adverbien »hier« versus »dort« und »da« verweisen die Demonstrativpronomen »dieses« und »das« oder »dieses« und »jenes« ebenfalls auf Nahes und Fernes im Zeigefeld, aber nicht auf Bereiche, sondern eher auf Gegenstände im weiteren Sinne. »Das ist er« plus Zeigegeste. Dem sein Name fällt mir dauernd nicht ein. Diese Demonstrativa werden sehr oft nicht raumdeiktisch verwendet, dann kann man sie auch nicht mit einer Zeigegeste begleiten. Dann werden sie für Vor- und Rückverweise in Texten verwendet. Beispiel: Wenn ich die Wahl zwischen Guns N' Roses oder einer feinen Metalband hätte, würde ich diese bevorzugen und jene verschmähen. Hier bezieht sich diese auf die im Text nähere Metalband und jene auf die im Text ferneren Guns N' Roses. Es gibt auch raumdeiktische Verben, allen voran kommen und gehen. In Kombination mit raumdeiktischen Adverbialbestimmungen, also wie hier und da und dort, ergeben sich dann ziemlich komplexe raumdeiktische Strukturen. Bei der Temporaldeixis verhält sich einiges wie bei der Raumdeixis. Jetzt markiert die Origo wie hier. Sofort, gleich, bald, dann, nachher, später, morgen, demnächst besetzen dann Punkte oder Abschnitte auf der Zeitachse von der Origo aus gesehen nach vorne. Eben, vorhin, gestern, früher, einstmals, nach hinten. Konzeptuell hängt die Zeitachse eng mit der Raumachse zusammen. Deshalb kann man den Ausdruck jetzt auch mit einer Zeigegeste verbinden, die man für hier benutzt. Ich zum Beispiel nach mehreren Beteuerungen meiner Tochter, dass sie sich gleich die Zähne putzt. Putz bitte die Zähne. Jetzt. Plus Zeigegeste vor die eigenen Füße. Und wie bei hier kann jetzt sehr kurze und sehr lange Zeiträume beschreiben. Beim Fotoshooting »Jetzt bitte nicht blinzeln« gegenüber »Sie ist jetzt verheiratet«. Beim Verstehen zeitdeiktischer Ausdrücke ist also viel Weltwissen nötig, vor allem über unser kalendrisches System. Nächste Woche, vorletztes Jahr, vor 2 Monaten. Zu diesen zeitdeiktischen Ausdrücken, die immer modifizierende Funktion haben, sie sind fast immer adverbiale Bestimmungen oder Attribute, gibt es die grammatische Tempusspezifikation an finiten Verben. Tempus verpasst jedem Satz Temporaldeixis, zumindest solange man Satz auch über Finitheit definiert. Dann zeigt nämlich das Präsens immer die Sprechzeit an, also die Origo, das Präteritum zeigt dann auf die Zeit, die der Sprechzeit vorangeht, Futur zeigt auf die Zeit, die der Sprechzeit nachfolgt, das Plusquamperfekt geht sogar der Präteritumzeit nochmal voran und das Futur 2 folgt nochmal der Futur 1 Zeit. In Kombination mit temporaldeiktischen Adverbialbestimmungen, also die hatten wir eben sofort, gleich, bald, nachher, eben, vorhin, gestern, früher und so weiter, ergeben sich auch hier in der Kombination also mit Tempus komplexe temporaldeiktische Strukturen. Mit Personendeixis sind weniger Personen als Rollen in der sprachlichen Interaktion gemeint. Das sind nämlich SprecherInnen, AdressatInnen und ZuhörerInnen. Der zentrale Punkt ist, dass mit der Sprechrolle die Origo wechselt. Wenn also ich hier jetzt eben noch als von Jochens Origo kommend interpretiert werden mussten, müssen sie jetzt als von Lillys Origo kommend interpretiert werden. Und damit müssen natürlich auch alle weiteren deiktischen Ausdrücke früher,
du, sie, meins, deins, euer und so weiter entsprechend interpretiert werden, also sozusagen umgerechnet werden in ein anderes Koordinatensystem. Um einer Wechselrede nämlich folgen zu können, müssen wir ständig überwachen, in wessen Koordinatensystem wir uns interpretativ gerade befinden, und wir müssen alle deiktischen Ausdrücke stets auf die richtigen Origos zurückführen. Wie die Temporaldeixis in der Kategorie der Finitheit, so ist die Persondeixis in der grammatischen Kategorie Person grammatisch kodiert. Die Sozialdeixis ist eine der zwei deiktischen Dimensionen, die nachträglich zu Bühlers drei Dimensionen noch hinzugefügt wurden. Die Sozialdeixis bezieht sich darauf, wie manche Ausdrücke die sozialen Rollen von SprecherInnen gegenüber AdressatInnen oder gegenüber ZuhörerInnen oder gegenüber ReferentInnen oder gegenüber der Kommunikationssituation anzeigen. Damit sind eigentlich Ausdrücke gemeint, die zu geschlossenen grammatischen Systemen gehören. Im Deutschen trifft das meines Erachtens nur auf Anredepronomen wie du versus sie zu. Das sind also sozialdeiktische Ausdrücke. Die spiegeln die sozialen Rollen in der Interaktion wider. Und zwar von der Origo der sprechenden Person aus gesehen. Und du und sie sind im pronominalen System, also im grammatischen System des Deutschen, verankert. Abseits davon rekrutieren sich formelle oder informelle sprachliche Register eher aus einer offenen Liste von lexikalischen Einheiten. Sie würden mich und ich würde sie beispielsweise wahrscheinlich nicht mit Hey Digger ansprechen oder mit Hau rein verabschieden. In vielen anderen Sprachen gibt es aber sehr viel mehr grammatikalisierte Formen und streng abgegrenzte Register dafür, wie die Sprechrolle zu oder über AdressatInnen, zuhörenden Dritten oder abwesenden Dritten je nach sozialer Rolle spricht. Die Textdeixis umfasst Ausdrücke, die in Äußerungen verwendet werden, um auf vorangegangene oder nachfolgende Einheiten desselben Textes zu zeigen. Deiktisch sind diese Ausdrücke deshalb, weil das, worauf sie referieren, mit dem Text variiert, in den sie eingebettet sind. Textdeiktische Ausdrücke rekrutieren Mittel der Temporal- und Raumdeixis, weil wir Texte als räumlich und zeitlich ausgedehnte Entitäten konzeptualisieren. Das äußert sich in Beispielen wie was ich eben gesagt habe oder im Folgenden will ich und so weiter und so fort. Oder mit den räumlichen dieser oder das. Warte, diese Geschichte hast du wahrscheinlich noch nicht gehört. Also, ich war mit Katharina unterwegs und so weiter und so fort. Diese bezieht sich hier auf die nachfolgende Geschichte. Und zwar im Text. Oder bla 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 bla. Und am Ende bin ich doch noch gesund nach Hause gekommen. Ja, und das war es, was ich noch zur Ursache für meine Angst vor weißen Karnickels erzählen wollte. Wichtig hierbei ist, dass die Referenten textdeiktischer Ausdrücke andere Ausdrücke im gleichen Text sind, aber nicht die Referenten der anderen Ausdrücke. Der Referent von das eben, also das, was ich noch erzählen wollte, ist die Geschichte, die erzählt wurde. Die Geschichte hat als Referenz eine Folge von Ereignissen, die dazu geführt haben, dass ich Angst vor weißen Karnickels habe. Also in der Geschichte. Diese Folge von Ereignissen ist aber nicht die Referenz des textdeiktischen Ausdrucks das, sondern das ist nur die Geschichte als sprachliche Einheit im Text. Und auf diese verweise ich mit das. Ja, so viel also dazu, wie und was deiktische Zeichen zur Äußerungsbedeutung beitragen. Im Zentrum steht die Origo des Zeigefeldes mit den Dimensionen Raum, Zeit, Person, Soziales, Text. Sätze mit deiktischen Zeichen haben eine Satzbedeutung, aber wenn sie von jemandem in einer bestimmten Situation gegenüber jemandem geäußert werden, dann kommen die ganzen Komplikationen und Berechnungen zustande, die mit diesen Dimensionen im Zeigefeld zu tun haben. Sehr viele spannende Details musste ich hier auslassen. Viele davon haben damit zu tun, dass es in anderen Sprachen andere grammatische Kategorien gibt, durch die sich deiktische Bezüge äußern. Auch hier muss ich auf die Literatur verweisen.
Für dieses Mal sage ich aber erstmal Danke fürs Zuhören und ciao, bis zum nächsten Mal.